ein herzliches Hallo von mir an euch. Hatten wir die Map nicht letzte Folge erst? Und by the way, wir haben wieder kein Pinhead. schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt gerade mein Handy nicht gehört. Upsi. Ich bin der BD. Alles beim Alten. Kein Totem hier unten. Kein Ruin. Aber eine Katze. Es ist ein Geist oder Ghostface. Hi, Feng. Schon wieder ein Geist auf der Map. Why? Okay. Machen wir weiter. Oder fangen neu an, besser gesagt. Gibt's doch nicht. Okay, er geht weg. Gegen den Geist ist die Katze manchmal gar nicht so doof. Ich habe die Katze zwar nur auf 1, aber manchmal... Irgendwie wird sie nicht gerettet. Manchmal hilft die Katze schon dabei, zu zeigen, hey, der Geist ist da, bevor man ihn sieht. Das ist übrigens meine Glyphe. Und er tunnelt. Ach du Kacke. Er hat Grubi dabei. Das ist ein Talent von Trickstar. Er hat mich gesehen. Wow. Ich weiß halt immer noch nicht, ob einem bei... Bei Groupy angezeigt wird, wo die Leute stehen. Irgendwie sehe ich sehr viele Parallelen zu der Runde. Donnerstag. Es ist ein Geist auf der Map. Ich kann mich rauswiggeln. Also irgendwie... Alles sehr seltsam. Ich renne hier gerade blind einfach geradeaus. Ich habe keine Lust, mich umzugucken. Ich höre ja, dass er hinter mir ist. Nicht mehr. Oder hat sich verhüllt? Nee, er hat Yui. Hab ich abgeschmiert? Tut mir aber leid. Ich müsste gegebenenfalls auch mal ein bisschen reparieren. Und falls ihr Lags habt, mein OBS meckert schon wieder rum. Es ist aktuell... Es ist auch ganz komisch bei meinem OBS. Ich kann eine Aufnahme machen. Sobald ich aber eine zweite Aufnahme danach starten will... hängt sich OBS auf. Dann muss ich OBS schließen und muss im Taskmanager
den Prozess noch schließen, weil sonst kann ich OBS nicht mehr öffnen. Und das ist jedes Mal so eine... jedes Mal so eine Hektik, ehrlich gesagt. Dass ich noch rechtzeitig die Aufnahme gestartet bekomme, wenn ich hier eine neue Runde DBD anfange. Ich hasse es. Wirklich. OBS. Am liebsten würde ich es komplett runterschmeißen und komplett neu machen. Aber dann müsste ich alles neu einstellen und dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber es ist voll Katastrophe. OBS geht mir richtig auf den Senkel. Und das ist nett ausgedrückt. OBS geht mir nicht auf den Senkel. OBS geht mir nicht auf den Sack. Aber so richtig. Und dann kommen immer noch die Codierungsverzögerungen dazu, wo ich keine Ahnung habe, wo das herkommt. Es gibt Folgen oder Sachen, die ich aufnehme, da ist gar nichts. Und dann plötzlich ist das Spiel so... das ist OBS. Hey! Du hast dich im Spiel bewegt! Ich habe Codierungsverzögerung, bleib stehen! So. Also richtig ätzend. I don't like this. Okay, dort oben ist ein Single-Gen. Da können wir eh nicht helfen. Oh. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ich habe keinen Bock auf Ruby schon wieder. Ja, toll. Voll peinlich. Auf der letzten Archivseite habe ich die Glyphen immer beim ersten Versuch geschafft. Und hier habe ich voll reingepupst. Wo ist er denn? Ist er am Single-Gen oben? Totems sind denn hier? By the way, das dritte Totem, was ich wegmache. Ich habe meinen Job getan. Wenn wir am Ende Nöte haben, sind die anderen schuld. Vielleicht kommen wir aber gar nicht dahin, dass wir Nöte brauchen. Oder haben können. You never know. Coming! Oh, hier ist meine neue Glyphe. Und ein Geist. Und eine Luke. Lass mich da! Ich muss die Glyphe machen, Mensch! Jetzt renne ich wieder hier hin, wo keine... Hier ist eine Palette, aber das schaffe ich nicht. Verkackt. Ich habe Leertaste gedrückt. Ich hing noch nicht. Und die Klödi auch noch nicht. Also die kann auch dann nochmal retten kommen, bitte. Geht hoch zum... Nee, geht er nicht, oder doch? Er ist hier Richtung Polizeiauto gegangen. Er guckt. Blödi, du rennst ihm aber sowas von in die Arme. Cool. Ich hab doch extra gewunken, dass er in der Nähe ist. Oh, Leute, was macht ihr denn? What are you doing? Wenn einer mal rein
haut, weil er irgendwie untaktisch agiert hat. Okay. Aber nicht beide. Gut. Ich habe meine Leertaste gehämmert. Wahrscheinlich habt ihr das gehört. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe meine Leertaste gehämmert. Sorry. Das klingt falsch. Ich habe auf meine Leertaste eingeschlagen. Ist vielleicht das passendere Ausdruck. Dieser Zaun, der dort so flimmert, das ist ja anstrengend. So, Klödi. Als nächstes opferst du dich. Du hast noch nicht gehangen. Aber retten komme ich dich auch nicht, weil ich hing schon mal, okay? Das ist ein Deal. Jetzt juckt meine Nase. Ich werde mich jetzt aber nicht kratzen, weil genau dann kommt ein Skillcheck. Jetzt weiß er, wo wir sind, wenn wir den Jennern machen. Er hat einfach durchgezogen. Leute. Ich habe gesagt, ich habe 3 Totems gemacht. Er lässt sie halt liegen. Als Köder. Wenn die Katze leuchtet, ist es zu spät. Und ich werde rausgehen. Wir haben Nöt. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal rein. Klödi müsste eigentlich wissen, wo die Luke ist. Aber es bringt nichts. Ein Geist. Der ist ultra schnell und hat Nöd. Leute, ich habe 3 Totems weggemacht. Ihr seid selber schuld. Die Klödi hat nur rumgesessen und Gens gemacht, ja? Die hat auch mal gucken können, wo vielleicht ein Totem ist. Ich bin Anti-Mate. Ich bin nicht altruistisch. Es ist mir gerade egal. Ja. Nämlich. So. Punkt. Ich bin rausgekommen. Yay! Gott. Das ist mir gerade egal, ehrlich gesagt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. By the way, hatte ich gerade eine Lobby, die ich aber verlassen habe, wo jemand geschrieben hat, weil wir 2 Deutsche in der Lobby waren. Oh! 2 Hitler-Söhne. Ja. Leider habe ich ihn jetzt nicht gemeldet. Aber ich habe die Lobby verlassen, weil ganz ehrlich. Auch wenn es für ihn wie ein Eingeständnis aussieht, so ein, oder ein, für ihn einen Sieg darstellt, so, haha, sie ist wegen mir gegangen, ist mir egal, aber mit so einem Idioten spiele ich kein DBD. Und ich finde, es sollte viel schneller und einfacher die Möglichkeit bei DBD geben, solche Leute in-game zu melden. Sonst musst du dir ja erst noch seine Profil-ID raussuchen und dort auf eine Internetseite gehen. Und dann musst du dir erstmal ein Konto erstellen, damit du dann ein Ticket schreiben kannst. Und ganz ehrlich, es muss in-game viel einfacher zu melden sein. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, wie immer, fürs Dabeisein. Bleibt gesund und macht's gut. Gut.